Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution zur 2021 Edition, die gestern, also Stand der Aufnahme gestern, erschienen ist. Das heißt, es ist mein erstes Projekt zu dieser Spielversion und ich habe das ja in der Vergangenheit beim Amerika-Projekt mehrere Male angekündigt oder angeteasert, dass ich da schon was, schon eine Idee hatte. Und die gilt es jetzt in die Tat umzusetzen. Und zwar, wir gehen jetzt mal auf weltweite Simulation. Ich meine, ihr werdet es im Videotitel schon sehen, was es ist. Neues Spiel. Wir gehen in die Welt ohne Covid-Modus, weil ich glaube, dass es ohne Covid schon eine ausreichend große Herausforderung ist. Deswegen ohne Covid. Und dann wählen wir mal unser Land aus. Und zwar fällt die Wahl auf Burundi. Das ist nämlich hauptsächlich, was mich daran gereizt hat, es ist in der Glücksrangliste. Es gibt ja dieses, also es wird ja in dem Spiel wird ja auch das Glück der Länder gemessen anhand verschiedener Faktoren, wie glücklich die Bevölkerung ist. Und dort in dieser Statistik ist Burundi auf dem letzten Platz. Und das hat mich so gereizt daran. Und ich habe auch mal den Wikipedia-Artikel mir mal durchgelesen von diesem Land. Und es ist wirklich heftig. Also das Land ist in sämtlichen Statistiken auf dem letzten Platz oder ziemlich weit hinten. In allen möglichen Bereichen. Und das wollen wir eben versuchen gerade zu biegen. Also hier seht ihr ein paar Statistiken. Ganz auffällig bei Burundi ist, die haben an sich schon eine hohe Bevölkerungsdichte. Ich habe mal verglichen, die Bevölkerungsdichte ist so hoch wie die der Niederlande. Das ist ziemlich untypisch für Afrika, würde ich behaupten. Und die haben noch ein krasses Bevölkerungswachstum. Das heißt, bis 2050 oder so werden die ihre Bevölkerung auch noch verdoppeln, wenn das so weitergeht. Also das ist auch schon nicht ohne. Und BIP pro Bevölkerung 203 Euro. Ein, wie man sich denken kann, sehr niedriger Wert, wenn man mal mit Deutschland vergleicht. 44.460 Euro. Ich habe mir nämlich mal durchgeguckt. Die meisten Leute in Burundi verdienen höchstens oder nicht mal 1 Euro pro Tag. Und das muss man sich mal vorstellen. Gut, die Lebenshaltungskosten sind vielleicht auch niedriger, aber trotzdem, etwa die Hälfte der Bevölkerung in Burundi hungert. Es ist echt übel und das wollen wir eben versuchen zu verbessern, diese Situation. Deswegen wählen wir jetzt das Land aus und ich wähle mal den jüngsten von diesen Leuten aus. Ich weiß schon, wer das ist, aber wir gucken mal durch. Hier 68, 74, 77, 84, auch 84 und hier haben wir einen mit Geburtsjahr 1990, den wählen wir aus. Unsere Partei ist extrem rechts, das passt zu meiner Spielweise überhaupt nicht. Deshalb werde ich wahrscheinlich, wenn wir mal und wenn unsere Beliebtheit gut genug ist, werde ich wahrscheinlich die Partei wechseln. Ich benenne mal den Namen um in den Namen, den wir immer nehmen für unseren Charakter. So, genau. Und dann ist eigentlich alles, nee, noch nicht alles vorbereitet. Denn ich möchte ganz gerne es mag jetzt merkwürdig erscheinen, aber ich möchte ganz gerne in Burundi Franc. Das möchte ich als Bildschirmwährung nehmen für die Anzeige unserer ganzen Geldwerte. Warum? Das liegt daran, dass die Geldwerte, mit denen wir es zu tun haben teilweise, die sind einfach so niedrig, also wenn es zum Beispiel um Mindestlohn geht oder sowas, die Werte sind einfach so niedrig, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir einen Euro nehmen, da irgendwas auszurichten, weil im Euro die Schritte einfach zu groß sind. Ich habe das versucht, ich habe mal einen Testläufe gemacht und wollte den Mindestlohn anheben. Ich kam über den 1 Euro nicht hinaus, weil das Spiel nicht, den Schritt von 1 Euro zu 2 Euro, das war zu groß. Ich konnte diesen Schritt nicht einstellen. Und deswegen müssen wir eine kleinere Währung nehmen. Und da bleibt eben nur der Burundi-Franc selbst. Aber ja, da werden wir uns dann gewöhnen an die Geldwerte. Wir merken uns einfach, 1 Euro besteht aus
2300 oder 2400 Burundi-Francs. So ist das Verhältnis. Und ich habe gelesen, also zumindest im Spiel ist das Verhältnis so, und ich denke mal in der Realität wird ähnlich sein. Ich habe gelesen, der Durchschnittsarbeiter in, oder ja, Arbeiter in Burundi verdient 1500 bis 2000 Burundi-Francs pro Tag. Das heißt nicht mal 1 Euro. Genau. So, das wird unsere Bildschirmwährung sein und ich würde sagen, wir legen mal los. Können wir hier noch was anders einstellen? Ein Tag 15 Sekunden, das wäre mir, glaube ich, lieber. Wenn die Zeit noch schneller voranschreitet. Okay, auf geht's. Politik-Simulator ist vor allem ein Spiel. Die dort vorhandenen Szenarien und Ereignisse sind fiktiv. Alle Namen, Fotos und im Spiel erscheinende Symbole sind ebenfalls fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit Situationen, Tatsachen, lebenden oder verstorbenen Personen ist reiner Zufall. Ja, immer dieser Rainer. Die ungleichmäßige Verteilung von Talent und Tapferkeit liegt in der Natur des Menschen. Die Gerechtigkeit liegt darin, dies nicht zu leugnen. Valéry Giscard d'Estaing. Kenne ich gar nicht. 1926 bis 2020. Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, wer das ist. Tut mir leid. Aber klingt französisch. Moment. Oh Gott, ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Covid-19-Virus gewidmet wurde, welche es ermöglichte, der weltweiten Gesundheitskrise ein Ende zu setzen. Nachdem sie den Nobelpreis für Medizin erhalten hatten, stehen die beiden Wissenschaftler, deren Bescheidenheit ihrer Intelligenz in nichts nachsteht, nun wieder im Rampenlicht und zu einer Reaktion vor den TV-Kameras der ganzen Welt aufgefordert, erklärten sie, dass sie diese pyrotechnischen Kunstwerke, eine erfindungsreicher als die andere, sehr genossen haben. Okay, das war die Einleitung für die Welt ohne Covid. Leider war die Sprachausgabe viel zu leise. Ich werde mal eben in den Optionen das lauter stellen. Das ist zwar eine gute Idee, aber uns fehlen die Möglichkeiten dazu. Das ist zwar eine gute Idee, aber ich nehme mal die Lautstärke, die zweite. Dass ich das so überlagern muss, schlimm. Genau, jetzt gehe ich wieder raus und mache die Musik wieder an. Also, wir sind in Burundi. Und es gibt viel zu klären, bevor wir beginnen können. Weil, wie gesagt, es wird nicht einfach werden. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, in meinen Testläufen zu Beginn überhaupt das erste Jahr zu überleben. Warum das so ist, dazu können wir jetzt gleich kommen. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier für eine Nachricht haben. Todesursache. Achso, das ist eine Neuerung von der 2021er Version. Herr Präsident, wir haben ein neues Tool entwickelt, mit dem Sie ganz einfach die Verteilung und die Entwicklung der Sterbefälle in unserem Land darstellen und verstehen können. Sie können diese auch mit den weltweiten Daten vergleichen, die wir gesammelt haben. Dieses Tool ist über die Übersicht der weltweiten Gefahren und über das Bevölkerungsfenster zugänglich. Wir hoffen, dass die gesundheitlichen Ursachen im Haushalt priorisiert werden und dass wir somit diese Geißeln in unserem schönen Land verringern können. Unser Volk wird es Ihnen danken, da Sie werden darin zustimmen. Komischer Satzbau. Die Gesundheit ist das Wichtigste. So, da können wir auch gerade mal nachschauen. Einfach weil es frisch ist, klicken wir direkt mal drauf auf diese neue Info. Hier. Die Todesursachen von Burundi. Interessant. Ich hatte schon mal eine Weile durchgespielt, so das ein oder andere Jahr, und da war die Mangelernährung auf einmal ein Drittel von den Todesursachen. Das verschiebt sich dann, denke ich mal, noch einiges. Aber ja, Lebenserwartung 60 Jahre ist nicht hoch, ne? Und 60, ja, Fehlgeburten oder Sterblichkeit pro 1000 Kindern. 12 Millionen Einwohner. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Statistiken und die Gesetzeslage an. Was haben wir hier? Budgets. Gut, da gucke ich mir jetzt nicht so genau an. Schulden. Wir haben halt eine Verschuldung von 69%.
Die wollen wir versuchen abzubauen, wird aber am Anfang noch nicht so einfach sein, weil wir ein Defizit von minus 12% des BIP haben. Dann Besteuerung. Gut, ich lese jetzt auch nicht so viel aus den Steuern hier anfangs raus. Da können wir später nochmal genauer zu. Aber ich habe eine Idee. Also mein Ziel ist trotz allem, auch wenn die Lage hier schlimm ist, möchte ich trotzdem versuchen, durch Steuererhöhung erstmal aus dem Defizit rauszukommen. Ich habe ein bisschen getestet und das hat zumindest auf lange Sicht irgendwann funktioniert. Also ich habe das ein oder andere Jahr mal angespielt. Im Schnelldurchlauf. So, was haben wir noch? Fiskale Kontrolle ist häufig und sehr streng, das hätte ich auch so gelassen. Amnestie machen wir erstmal keine. Keine Befreiung ist okay, wobei man überlegen könnte, ob man nicht eine einführen möchte. 28 Milliarden Burundi. Brunei ist in Asien. Burundi-Franc. Wir haben hier etwa 700 Milliarden Burundi-Franc Defizit. Das heißt, das möchte ich ganz gerne rausholen. Also 700 Milliarden, das sind etwa 12%. Damit wir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Das heißt, diese 28 von 700 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Könnte man sich überlegen, ob man sowas machen möchte, um irgendwie den Immobilienmarkt da irgendwie in Gang zu bringen. Ja, das bringt jetzt auch nicht so viel. Aber so als Pazifist könnte man so ein Statement setzen und die Befreiung aufheben oder so, keine Ahnung. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich nötig. So, schauen wir mal weiter. Währung. Da hätte ich jetzt gesagt, den Leitzins zu senken. Wir haben eine recht hohe Inflation, ja. Aber das war mein auch Gedanke, wenn wir jetzt weiter gucken. Gut, hier haben wir noch den Punkt Beamte, da sieht man die Löhne. Wie gesagt, 2400 Burundi-Franc sind 1 Euro. Das heißt, die verdienen halt wirklich nicht viel für unsere Verhältnisse. Hier sieht man nämlich, das Wachstum ist aktuell negativ. Und das ist gerade für so ein afrikanisches Land sehr schlecht, weil die halt sehr stark wachsen normalerweise, ne? Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, wenn das Wachstum sowieso negativ ist, kann man doch auch den Leitzins senken. Weil die Inflation wird sowieso runtergehen, wenn das Wachstum so niedrig ist. So, Landwirtschaft, da möchte ich mal schauen. Ich möchte mir mal die Sektoren anschauen, ob da irgendwas verstaatlicht ist. Hier sind ein paar Illegale dabei, aber verstaatlicht ist nichts, zumindest nicht in der Landwirtschaft. Dann haben wir noch die Punkte, da könnten wir noch Geld investieren. Ist jetzt auch nicht, kostet jetzt auch kein Vermögen. Schauen wir mal, Moment. So, nächster Bereich, Industrie. Ist hier was verstaatlicht? Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Sektoren, die gar nicht existieren. Diamant ist teilverstaatlicht. Das sehe ich jetzt nicht als Problem an. Genau wie ein paar andere auch. Aber es ist hier nichts vollverstaatlicht. Und was ich interessant finde, die meisten Sektoren existieren gar nicht. Gut. Die allermeisten Leute in Burundi, die leben von der Landwirtschaft. So, Service. Da sieht es aus, dass auch nichts ganz verstaatlicht ist, nur einige Sachen teilverstaatlicht. Interessant ist, dass manche Sachen gar nicht existieren und teilverstaatlicht sind. Eisenbahnverkehr gibt es auch überhaupt keinen, zumindest aktuell nicht in Burundi. Energie. Da wird es jetzt besonders interessant, weil das wird uns im ersten Jahr große Probleme bereiten. Hier ist auch nur teilverstaatlicht, nicht komplett verstaatlicht. Das wird uns große Probleme bereiten, denn aktuell haben wir eine Überproduktion an Strom. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, ob das gewollt ist oder ob das ein Bug ist, aber nach kurzer Zeit, also man sieht, wir haben nur ein Kraftwerk, wenn wir mal auf Neubau klicken, wir haben nur ein Kraftwerk, ein fossiles Kraftwerk, das produziert 0,2 TWh. Hier sind die TWh, 0,2, die wir produzieren, aber wir haben angeblich 0,5. Das deckt sich aber nicht mit den Kraftwerken, die wir haben. Und nach kurzer Zeit wird sich diese Zahl dieser hier annähern, beziehungsweise mit dieser gleichsetzen. Das heißt, wir werden einen Verbrauch haben von 47, aber wir produzieren nur 20. Und das heißt, wir werden erstmal eine Stromknappheit haben. Das heißt, und dafür
Dadurch werden wir Aufstände im Land haben, mehrmals. Alle paar Monate wird es Aufstände geben dadurch. Das heißt, wir müssen ganz schnell anfangen, ein Kraftwerk zu bauen, um unsere Stromproduktion wieder in Gang zu bringen. Importieren aus anderen Ländern wird, soweit ich weiß, nicht funktionieren, da die anderen Länder auch nicht genug Strom haben. Ich habe auch mal gesehen, auf dem Wikipedia-Artikel habe ich gelesen, in Burundi haben nur etwa 10%, 11% der Bevölkerung überhaupt Zugang zu Elektrizität. In der Stadt, so in Bujumbura, das ist die größte Stadt des Landes, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, oder Bujumbura, die größte Stadt des Landes, da hat etwa die Hälfte der Leute hat Elektrizität, soweit ich weiß, auf dem Land aber nur etwa 1,6%. Diese Zahl habe ich mir noch eingeprägt. Also, ne, super niedriger Energieverbrauch deswegen, aber das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Liegt halt daran, dass die keine Möglichkeit haben, an Strom zu kommen. Also, das heißt, wir haben eine super Stromknappheit und müssen erstmal ein Kraftwerk bauen und wir werden ein Wasserkraftwerk bauen, weil das das beste Verhältnis hat von Kosten-Nutzen. Und es ist erneuerbar, das kommt auch noch dazu. Also Wasserkraft ist besser als fossile Energie sogar. Umwelt, ja, super wenig investiert an der Stelle. Hier wird ziemlich viel entwaldet. Ich habe gelesen, Burundi hat, wann war das, in den 2000er Jahren oder sowas? Irgendwann in irgendeinem kürzlichen Jahrzehnt hatten die prozentual die höchste Entwaldungsrate der Welt im Vergleich zur gesamten Waldfläche des Landes. 9% sind da entwaldet worden, gerodet worden innerhalb des eines Jahrzehnts, glaube ich, oder sowas. Und da sollten wir vielleicht auch was dagegen tun, gegen das ganze Roden. Wird aber auch schwierig für das Land, die Wälder aufrechtzuerhalten, wenn die so eine hohe Bevölkerungsdichte haben. Ne? Das hatte ich ja auch angesprochen. Und auch noch ein hohes Bevölkerungswachstum. So, Gesetzeslage können wir uns ja nochmal anschauen. Achso, im Energiebereich gibt es ja auch noch eine Gesetzeslage. Achso, es war nur das. Das ist verboten, die Erschließung und Ausbeutung. Ich denke mal, ich möchte es auch beibehalten, weil ich schon ganz gerne die Umwelt auch schützen möchte. Auch wenn wir eine schlechte wirtschaftliche Situation haben. Was können wir hier? Achso. Ja, Bindung von CO2-Dingern können wir gerade gar nicht bauen, noch nicht mal. Ist ja interessant. Nee, gut. Da gibt es keine Regelung, würde ich jetzt erstmal auch nicht unbedingt ändern. Es gibt sowieso kaum Autos im Land. Das könnte man überlegen, wenn es nicht zu teuer wird. Und ich glaube, es wird auch gar nicht zu teuer. Vielleicht machen wir das sogar. Einfach, wenn wir schon anfangen, die Leute zu mobilisieren, dann machen wir das auch direkt umweltfreundlich, wenn es nicht zu teuer wird. Müssen wir schauen, wofür wir Geld haben. So, die Polizei. Da möchte ich mir auch nochmal die Gesetzgebung durchgucken. Starke Polizeikontrollen. Wir haben ein paar Überwachungskameras. Wir haben sogar ein paar Blitzer. Das sind die Höchstgeschwindigkeiten. Da würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt was ändern. Mindestführerschein, Alter 17. Maximal Blutalkohol 0,2. Das meiste nehme ich jetzt einfach nur zur Kenntnis und ich möchte es euch zeigen. Prostitution illegal. Okay, da könnte man überlegen, ob man es nicht regelt. Aber das könnte halt auch super negativ aufgefasst werden von der Bevölkerung. Das ist der Nachteil davon. Ist die Frage, ob wir uns das erlauben können. Autonome Fahrzeuge sind nicht erlaubt. So, hier haben wir noch ein paar Statistiken. Kriminalitätsrate ist Mittelfeld. Könnten wir aber auch noch was optimieren vielleicht. Und halt super wenig investiert bei den meisten Sachen. Gut, hier hinten in dem Bereich ein bisschen mehr. Die Sachen kann man aber auch kürzen, weil politische Polizei, Sittenpolizei sehe ich jetzt überhaupt nicht als notwendig. Geheimdienst, ganz wichtig. Wir haben eine Terrororganisation, die sollten wir versuchen zu bekämpfen. Deswegen würde ich sagen, wir bilden Agenten aus und finanzieren den Kampf gegen Terrorismus. Müssen wir halt auch überlegen, wo wir das Geld hernehmen. Und dann habe ich mir überlegt, könnte man versuchen, die Agenten im ausländischen Netzen dazu zu nehmen, Industriespionage zu betreiben. Das war so auch so eine Überlegung von mir. Genau. Das war auch so eine Überlegung von mir. Da
Damit kenne ich mich leider überhaupt nicht aus mit Cybersicherheit, mit dem Bereich. Kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ich glaube, das ist alles so, sind alles so Aktionen, ne? Das sind jetzt keine. Achso, hier kann man was initiieren. Das kostet halt auch Geld natürlich. Selbstverständlich kostet das Geld. Aber ich habe dann mir das noch gar nicht angeschaut. Obwohl das, glaube ich, schon im letzten Teil dazu kam oder so. Justiz, da möchte ich mir auch nochmal die Gesetzgebung anschauen. Oder hier die Statistik. Wobei das gar nicht so schlimm aussieht. Wobei haben wir, kommt die Bevölkerung im Gefängnis recht hoch vor. Wobei könnte schlimmer sein. Wir sind nicht so schlimm dran wie die USA. Kontrolle der Richter. Ja, Burundi ist halt auch menschenrechtlich nicht so gut dabei. Todesstrafe ist nicht interessant. Gibt keine Todesstrafe, aber ich habe gelesen, in Burundi werden Leute auf der Straße erschossen. Teilweise, wenn es Aufstände gibt oder sowas. Halt, so standrechtliche Erschießung soll es da geben, ohne außergerichtlich und sowas. Also ganz übel. Sexuelle Belästigung ist noch nicht unter Strafe gestellt, wenn ich es richtig sehe. Müsste man eigentlich auch noch ändern. Ach so, was wir uns kurz mal angucken können, ist hier die Statistik. Wie gesagt, wir sind auf dem letzten Platz der Glücksrangliste. Hier. Auf dem letzten Platz. Dänemark ist momentan Erster, wir sind Letzter. Und halt in sämtlichen Bereichen dann demnach sehr schlecht dran. Genau. Roter Smiley oder ne, Smolly oder keine Ahnung, sagt ja aus. Die Lage ist ernst. Einwanderung. Wir haben sogar Einwanderung, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel von zurückkehrenden Flüchtlingen kommt. Oder Flüchtlinge aus anderen Ländern, aus Nachbarländern. Politische Flüchtlinge oder sowas. Wirtschaftsflüchtlinge würde es ja irgendwo keinen Sinn ergeben bei der Lage momentan. Wir haben eine restriktive Einwanderungspolitik. Wir haben Touristenvisa, die notwendig sind. Und kein Wahlrecht für Ausländer. Gut. So. So ist die Lage hier bei der Gesundheit auch wieder wenig finanziert. Wir haben halt auch wenig Ärzte auf die Bevölkerung gerechnet. Ziemlich weit hinten in der Statistik. Da würde ich auf jeden Fall gerne weitere Ärzte einstellen. Man sieht, wir haben hier 61 Lebenserwartung ist nicht sehr hoch. Wie sieht es eigentlich mit AIDS aus? Ist das ein Problem in dem Land? Es ist nicht kein Problem, sagen wir mal so. Es ist nicht kein Problem. Achso, und ist die Kindersterblichkeit, die hier steht. Hä, wieso ist da die Kindersterblichkeit? Ich bin noch auf AIDS-Tote gegangen. AIDS-positiv, vielleicht hier. HIV-positiv, ja. Da sind wir aber in dem ähnlichen Bereich. Wobei, das ist die Gesamtzahl. Dann sind wir ja noch ziemlich noch schlimmer dran im Vergleich zu größeren Ländern mit mehr Einwohnern. Wenn man sich anguckt, Deutschland, Großbritannien, die haben halt auch wesentlich mehr Einwohner als wir. Das heißt, da ist die Lage entspannter als hier auf die Bevölkerung gerechnet. Genau. Dazu Gesetzgebung, wie sieht's aus? Renteneintrittsalter 61, das ist halt auch die Lebenserwartung. Das heißt, im Schnitt erleben die Leute ihre Rente nicht. Ich habe auch gelesen, die Bevölkerung ist sehr jung. Das Durchschnittsalter ist irgendwie, was war das, 17 Jahre oder so? Aha, teilweise. Von der Steuer befreit. Keine Legalisierung von Sterbehilfe. Konsum von Marihuana ist illegal. Alkoholkonsum ist erlaubt. Prävention, was kann man hier machen? Es ist wahrscheinlich so ein Covid-Ding, was wir einfach eigentlich gar nicht brauchen, weil wir das ausgeschaltet haben. Was haben wir noch? Arbeit. Da ist momentan sieht es ganz gut aus. Aber in meinem Testlauf war die Arbeitslosigkeit zwischendurch auf 25% hochgegangen. Und dann hatte ich Schwierigkeiten, die wieder runterzukriegen. Also es kann sein, dass die noch hochgehen wird. Vor allem, wenn wir dann unsere Elektrizitätsknappheit haben.
dann wird es vielleicht nochmal schlechter werden. Also so ein Geld gibt es keins. Hier, durchschnittlich 45 Stunden Arbeit pro Woche, kein Mindestlohn und kein es gibt sogar Sozialhilfe. Guck mal, die war so niedrig, die Sozialhilfe, dass die mir bei Euro gar nicht angezeigt wurde. Deswegen dachte ich, es gäbe keine. Es ist halt einfach weniger. Es sind 10 Cent oder was? Sozialhilfe. Oder? Kommt das hin? Ja, ich glaube ungefähr 10 Cent oder weniger als 10 Cent Sozialhilfe. Im Monat, glaube ich sogar, ist das dann. Also, das ist wirklich zu vernachlässigen als Wert. Und das wären mit Euro nicht weit gekommen. So, das sind diese Punkte. Beamte dürften wir nicht so viele haben. Also nicht so viel, wie wenn wir verstaatlicht sind wie Nordkorea. Das war jetzt mein letzter Stand von dem Amerika-Projekt, wo wir alles verstaatlicht hatten. Bevölkerung, wir haben ein großes Bevölkerungswachstum von 4%. Könnte sogar noch höher gehen, wenn wir zum Beispiel das Land politisch öffnen, also ne, demokratisieren oder sowas, dann könnte das sogar noch höher gehen. Und es ist einerseits ein Problem, weil wenn die Bevölkerung wächst, dann müssen wir halt auch mehr Leute versorgen. Wir müssen Infrastruktur weiter aufbauen, um überhaupt den Leuten gerecht zu werden, dass sich die Situation nicht verschlechtert. Von der Infrastruktur her. Also, ne, ist sogar ein Problem. Man könnte Abhilfe schaffen mit einer Ein-Kind-Politik. Aber da bin ich sehr hin und her gerissen, weil das ist halt auch wieder so ein menschenrechtsfeindlicher Akt, das zu tun. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber es würde unserem Land helfen. Es würde unserem Land tatsächlich helfen, weil unser Wirtschaftswachstum würde dann auch eher bei den Menschen ankommen und nicht die Menschen würden mit der Wirtschaft mitwachsen, sodass sie immer gleich arm bleiben. Das könnte halt auch passieren, wenn die Wirtschaft nicht schneller wächst als die Bevölkerung. Deswegen bin ich ja so ein bisschen hin und her gerissen, ob man das tun sollte oder nicht. Was ich auf jeden Fall machen werde, also Familienhilfen gibt es keine, wäre auch Schwachsinn, weil wir wollen das ja nicht noch fördern, dass die Leute Kinder kriegen, die kriegen jetzt schon zu viele. Was ich noch machen möchte, ist auf jeden Fall die Verhütung fördern. Dann kommt man einerseits AIDS zuvor, andererseits auch könnte man vielleicht damit die Geburtenrate senken. Verhütungsrate ist bei 21%. Ist recht niedrig, ist nicht das niedrigste von allen, aber es ist recht niedrig. Da würde ich halt gern höher kommen. Abtreibung ist illegal. Das könnte man vielleicht auch noch legalisieren. Damit könnte man vielleicht auch noch das Bevölkerungswachstum senken. Das ist auch so ein Punkt. Also ihr könnt gerne mal eure Meinung sagen zur Ein-Kind-Politik. Das würde mich halt wirklich mal interessieren, was ihr dazu denkt, ob wir das einführen sollten. Es ist halt ne, menschenrechtsverachtend, was wir eigentlich nicht machen wollten. Wir wollten ja eigentlich die Menschenrechte achten, ne, und fördern und wie auch immer. Aber es würde halt dem Land sehr helfen. Andererseits finde ich es halt auch reizvoll, wenn die Bevölkerung wächst, wenn das Land halt an sich wächst, so im Großen und Ganzen. Finde ich irgendwie einen reizvollen Gedanken, aber es ist halt problematisch, weil das der Armut nicht gerade hilft im Land. Homosexualität habe ich gelesen, auf Wikipedia ist illegal. Hier in dem Spiel nicht, aber es ist nicht weit davon weg. Das müssten wir halt auch nochmal anpassen, aber das gefällt den Leuten hier nicht. Die Leute sind halt homophob, größtenteils. Und dementsprechend dürfen die Leute auch keine, also gleichgeschlechtliche Paare, auch keine Kinder adoptieren. So, was haben wir hier? Frauen. Das sind teilweise die gleichen Sachen, die hatten wir schon. Die Punkte hatten wir alle schon. Und hier sind noch ein paar Finanzierungspunkte, die sind aber auch in anderen Bereichen zu finden. So, wir haben recht viele Wohnungslose. Ach so, was ich in dem Bereich Arbeit noch interessant fand. Wir haben 66% und also unter der relativen Armutsgrenze, also relativ, denke ich mal, an von unserem Land gerechnet. Und da sind wir Platz 5 weltweit. Also, super, super viele arme Leute in unserem Land. Und da müssen wir auch was gegen tun. Und so ist das eben auch ähnlich bei den Wohnungslosen. Wir haben 81.000 Wohnungslose. Gut, ich habe jetzt keinen Vergleichswert,
Aber so viele hatten wir auch in den USA, als wir ungefähr damit fertig waren quasi, als wir fast keine Wohnungslosen mehr hatten. Rate der unzumutbaren Wohnung 65%. Über die Hälfte der Wohnungen sind in einem äußerst miserablen Zustand. Also von den Sozialwohnungen. Hier gibt es sogar eine Hilfe dazu. Das ist etwa, ja, vielleicht fast 50 Cent pro Monat. Anstieg der Mieten gibt es keine Regelung. Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt machen, weil ich das ja eigentlich fördern möchte, dass gebaut wird. Hätte ich jetzt gesagt. Erstmal denke ich mal, nämlich ist ganz wichtig, die Wirtschaft in Schwung zu kriegen. Da können wir auch drüber nachdenken, sowas zu machen, wenn es nicht zu teuer wird. Ein Punkt fällt mir noch ein. In meinen ersten Testläufen ist immer ganz schnell passiert, dass eine Hungersnot im Land ausgebrochen ist. Deswegen ist es, denke ich mal, das erste, was ich machen werde. Das hat nämlich auch funktioniert. Also als ich das gemacht hatte, kam keine Hungersnot auf. Ich werde alle Bereiche der Landwirtschaft mit einer Million... Ach nee, wir haben ja hier eine andere Währung. Da muss ich mir überlegen, welchen Wert ich nehme. Aber ich werde auf jeden Fall alle Bereiche subventionieren. Also ich hatte das beim letzten Mal mit 1 Million Euro gemacht, subventioniert. Das war schon sehr teuer, ist sehr ins Budget gegangen. Aber zumindest ist keine Hungersnot ausgebrochen. Deswegen werde ich sowas Ähnliches wahrscheinlich hier auch machen jetzt in diesem Durchlauf. So, Transport. Ja, es gibt keine Schienen im Land. Es gibt kaum Autobahnen. Also man sieht hier, es gibt 72 Kilometer Nebenautobahn und sonst gibt es im Bereich Transport überhaupt nichts. Die Leute haben quasi keine Autos. Also Auto pro Einwohner ist 0,005, das heißt jeder, grob gerechnet, jeder Zehnte, jeder Hundertste, jeder Tausendste oder ungefähr, ganz grob, jeder Tausendste hat ein Auto. Das ist halt auch sehr wenig, ne, kann man sich denken. Es gibt ein paar Elektroautos und ich glaube, wir können sogar die Elektrofahrzeugquote recht schnell hochkriegen mit relativ wenig Aufwand. Ich meine zumindest, dass mir das in meinem Testlauf aufgefallen wäre, obwohl ich da gar nicht so viel der Richtung gemacht hatte für Elektroautos. So, was haben wir noch? Wir haben nicht besonders viele Lehrer, glaube ich, war noch so eine Sache. Wobei, es könnte schlimmer sein. Nee, so schlimm ist es gar nicht. Ich meine, es könnte natürlich besser sein. Aber, ja. So schlimm ist es gar nicht. Gut, das ist halt alles schlecht finanziert, ne? Das ist keine Frage. Und es gibt auch Platzprobleme in den Schulen, aber es ist schwierig, da hinterher zu kommen, weil, ja, weil es einfach sehr teuer ist, Infrastruktur aufzubauen. 528 Milliarden, das ist fast unser komplettes Defizit, was wir haben, was wir nochmal für eine Universität ausgeben müssten, aber es würde sich vielleicht lohnen für die Zukunft. Ich wollte noch gerade was nachschauen, weil mich das interessiert hat. Die Bevölkerung pro Krankenhausbett habe ich mir noch nicht angeschaut, wo wir da in der Statistik stehen. Zehnter der Welt und das ist schlecht. Wir wollen letzter sein hier. Wir wollen möglichst wenig Bevölkerung pro Krankenhausbett haben. Also wir müssten auch jede Menge Krankenhäuser bauen. Aber es ist halt schwierig, weil die halt sehr viel Geld kosten, ne? Lass mich gerade gucken, wie viel kostet ein Krankenhaus? 211 Milliarden. Wir haben 4 Krankenhäuser nur. 211 Milliarden Burundi-Franc. Das ist halt wieder ein nicht zu unterschätzender Teil von unserem gesamten Budget, was wir haben. Von unserem ganzen Land. Schwierig. So. Ja, Forschung, da werden wir wahrscheinlich nicht viel reißen. Wir könnten noch die Zahl der Forscher auf 6.000 erhöhen. Das ist nämlich die Kapazität von unseren Forschungszentren. Hey, so ein kleines Ding kostet gar nicht so viel. So ein großes kostet schon etwas mehr. Aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, mal versuchen, ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen, aber ich möchte versuchen,
Oh, wir können wissenschaftlich zusammenarbeiten. Wahrscheinlich wird... Ich gehe mal davon aus, dass kein Land das möchte. Wir müssen ja auch Geld dafür ausgeben. Ich würde gerne versuchen, mit Industriespionage an ein paar Sachen zu kommen. Mal schauen, ob das klappt. Unsere Leute dürften schlecht ausgebildet sein. Unsere Agenten. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich viel auffliegen. Aber ich möchte es ganz gerne mal versuchen. Weltraumforschung, das ist, glaube ich, nichts für uns. Ich glaube, dafür haben wir nicht das Geld. Weltraumagentur gründen. Ja, das könnten wir uns sogar leisten, aber da könnten wir uns sonst nicht viel leisten. Und ich weiß nicht, wie wir dann auch noch das Geld zusammenkriegen sollen, um eine Rakete zu bauen. Hier werde ich wahrscheinlich das Geld investieren. Einfach in der Hoffnung, dass dann ein paar positive Ereignisse passieren, dass wir mal irgendwann einen Preis gewinnen oder so, auch wenn das schwierig ist aus unserer Situation, irgendwas zu gewinnen. Aber das würde ich halt mal investieren. Dieser Kulturbereich kostet auch nicht wahnsinnig viel. Genau. Ah, hier, das ist vielleicht noch interessant. Kritik am Staat ist verboten. Religionsfreiheit ist freie Kritik. Wir scheinen wenigstens säkular zu sein. Gewalt ist generell verboten, also auch als Darstellung. Erotische Darstellungen sind kontrolliert und zensiert. Okay. Medien. Ein TV-Sender. Null Fernseher pro Bewohner. Gut, ist auch wenig überraschend, wenn die Leute auch kaum Strom haben. Internetnutzer 5% der Einwohner. Also, hier Information und Zensur, also Kontrolle. Das ist halt auch sehr schlecht, was die Medienfreiheit angeht. Und alle Sender sind privat. Und man sieht, wir haben quasi kein Internet im Land, so gefühlt. Also in den meisten Bereichen. Eigentlich im Prinzip gibt es nur Mobiltelefonie und das gibt es auf, ja, die Hälfte der Bevölkerung hat Mobiltelefonie. Und es ist halt auch nicht gerade günstig, die Rate zu erhöhen, ne? Wenn man sich das hier anschaut. Das kostet halt auch ordentlich was an Geld. Also da wird es schwierig, auch hinterherzukommen. Aber es könnte dem Land ordentlich helfen, wenn wir das hier irgendwie hinkriegen. Was haben wir noch? Du, das ist jetzt weniger interessant. Der wird durch die Bevölkerung ernannt oder gewählt. In 1600 Tagen ist die nächste Wahl. Da haben wir noch Zeit, das ist ganz angenehm. 2 Wahlgänge. Unbegrenzte Mandate, 5 Jahre, ein Mandat. Und der verdient halt im Verhältnis des Landes sehr viel. Also da würde ich wahrscheinlich gerne den Lohn senken. Personenkult. Ah, es gibt Statuen. Gut, vielleicht sollten wir die mal wegnehmen, weil ich sehe da jetzt nicht so viel Sinn dahinter. Moment, ja, wir haben... Ich habe die Gesetzgebung hier bei der Bildung übersprungen. Indoktrination, das finde ich jetzt nicht so gut. Nur kurze Schulpflicht, gut, kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn die Schulen sowieso überlastet sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, vor allem wenn wir sollten wir Probleme mit Arbeitslosigkeit haben, könnte ich mir auch vorstellen, die Schulpflicht zu verlängern. Und dann halt auch versuchen, die Schulen noch auszubauen, je nachdem, wie wir das hinkriegen. Schulferien 67 Tage, da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Schüleraustausch werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich glaube, das Problem liegt auch darin, dass wir halt sehr undemokratisch sind und dass uns da keiner seine Kinder hier hinschicken will. So, wie gesagt, hier waren wir schon. Staats- oder Haupt haben wir uns auch angeschaut. Kabinett, gut, das ist jetzt weniger interessant. Wir sind extrem rechts. Das würde ich, wie gesagt, vielleicht noch ändern. Ich dachte da an eine linke Partei. Das passt eher zu dem, was ich hier machen möchte, die meiste Zeit. Rechte des Parlaments, ganz wichtig, das Parlament hat keine Rechte. Das wird uns erstmal sehr, sehr weiterhelfen, dass wir uns dann nicht rumschlagen müssen. Mehrheitswahlrecht. 5 Jahre. Nächste Wahlen sind 2025, in 3 Jahren. Ja. Referenten auf nationaler Ebene sind nicht genehmigt. Könnte man machen, ist ja eine andere Frage, ob man die dann wirklich durchzieht. Die sind beide am selben Tag, 2025. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Mindestwahlalter 18 Jahre. 2 Wahlgänge haben wir schon gesehen. Unbegrenzt haben wir auch schon gesehen. Moment.
Das haben wir alles schon gesehen jetzt, ne? Genau, die ganzen Sachen haben wir uns alle schon angeguckt. Okay, dann gehen wir rüber. Was Organisation angeht, wir sind in der UNO drin. Wir sind ein paar anderen Organisationen drin. Und ich hätte jetzt versucht, einfach noch in möglichst vielen, bei möglichst vielen noch beizutreten. Bei möglichst vielen Organisationen. Es einfach zu versuchen. Vielleicht klappt es ja. In der Hoffnung, dass es uns vielleicht irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile bringt. Und ich würde vielleicht auch ganz gerne versuchen, mit den Nachbarländern ein paar Wirtschaftsverträge abzuschließen. In der Hoffnung, dass wir dadurch die Beziehung zu unseren Nachbarländern verbessern und dann vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeiten können mit denen. Das könnte uns auch weiterhelfen. Wir dürften ein Empfängerland sein, was die Entwicklungshilfe angeht. Was sind wir denn? Werden wir hier nicht aufgeführt? Wieso finde ich uns nicht? Unter B. Wie Burundi? Oder können wir hier nur andere Länder sehen? Aber wir sehen ja hier unseren eigenen Wert. Genau, wir sind Empfänger. Wir erhalten 869 Milliarden Entwicklungshilfe. Das ist die Hälfte des Gesamthaushalts. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja sogar ein bisschen mehr Geld, wenn wir uns demokratisieren oder sowas. Ich weiß es nicht genau, ob das funktioniert. Was haben wir noch? Hier den Bereich politische Parteien. Wir haben hier drei Parteien, die sind, zwei davon sind rechts, eine ist unabhängig und das heißt, es gibt überhaupt keine linke Partei im Land. Freies Mehrheitsparteiensystem, immerhin. Gemeinsame gedeckelte Finanzierung. Was haben wir hier? Streikrecht ist anerkannt, sind anerkannt und werden kontrolliert, die Gewerkschaften. Streiken ist begrenzt. Vereine sind unter der Kontrolle des Staates. Religionen, bin ich mal gespannt. Trennung, genau, Laizismus, das freut mich erstmal. Das macht einige Dinge einfacher. Totale Freiheit für alle Regionen, Religion, das klingt gut. Sekten sind verboten. Okay. Gibt auch gar keine im Land. Sekten sind auch sehr nervig, also ich bin ganz froh, dass es keine gibt. Ich weiß nicht, ob welche entstehen, wenn wir sie erlauben. Aber ja, jetzt haben wir uns alle Bereiche mal angeguckt und das hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert. Das tut mir leid, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber ja, ich kann mal kurz anreißen. Mein Plan ist es, damit anzufangen, zwei Wasserkraftwerke möchte ich ganz gerne bauen. Am Anfang, das wird unser Budget belasten, aber ich möchte mit Steuern versuchen, mit Steuererhöhungen. Ich habe auch schon überlegt, welche ich dafür nehme, welche Steuer. Da unser Defizit da wegzukriegen. Genau, ansonsten möchte ich versuchen, ein bisschen mit den Nachbarländern da anzubandeln. Und ja, wir werden sehen, was wir machen werden. Also, das war jetzt quasi eine Vorschaufolge, was uns erwartet. Und ja, dann sage ich mal erstmal danke schön fürs Zusehen. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass wir jetzt heute noch nicht wirklich was getan haben, aber ich hoffe, die Einführung war ganz gut und ich hoffe, ihr habt Interesse daran, das weiter zu verfolgen. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, wie gesagt, es war trotzdem angenehm, auch wenn nichts geschafft wurde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.